Der Uni fehlt Geld. Kaputte Treppen, bröckelnde Wände, marode Gebäude und Stellenabbau. Die Probleme der Universität sind bekannt. Nach Mahnwachen und Demonstrationen soll das Defizit jetzt auf einem anderen Weg in das Interesse einer größeren Masse gerückt werden. Ein Erotikkalender soll her. Blank ziehen für die Uni lautet das Motto. Die Idee wurde von der Hochschulgruppe Der Partei, die Partei eingebracht. Also die Idee hat angefangen im Dezember. Da haben wir uns das Wahlprogramm überlegt für die Studierendenparlamentswahlen im Januar. Und einer der 10 Punkte war halt, dass wir einen Erotikkalender machen wollen, um die Uni zu retten. Nach einer hitzigen Debatte im Studierendenparlament wurde der Antrag für ein Konzept trotz einiger Gegenstimmen angenommen. Seitdem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Trotz der eindeutigen Aufgabe, zunächst ein Konzept für das Parlament auszuarbeiten, sind bereits die ersten Bilder im Kasten. Der Kalender soll nicht die Nacktheit der Models in den Vordergrund stellen, sondern auf das Problem an sich verweisen. Also mir persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das Haushaltsdefizit beibehalten, dass das ganz wichtig ist. Wir haben ja bewusst nicht nur marode Gebäude ausgesucht, die halt schön zu fotografieren sind, sondern auch halt charakteristische Sachen, wo man genau erkennen kann, da geht es jetzt um das Defizit. Deswegen haben wir halt auch von Anfang an gesagt, es werden unter jedem Bild Texte sein, die nochmal direkt darauf verweisen. Und jetzt kann ich halt nur noch hoffen, dass es in der Öffentlichkeit jetzt auch so suggeriert wird. Dabei soll auch die Ästhetik nicht zu kurz kommen. Naja, wir haben natürlich zusammengesessen, wir haben uns geeinigt auf ein paar Grundpfeiler. Wir wollen, dass es ein Schwarz-Weiß-Kalender ist, den wir präsentieren können. Und wir wollen eben auch, dass man so eine gewisse Stimmung da hat. Also dass es im Prinzip kein Werkstattkalender wird, sondern dass es was Schönes ist. Der Kalender wird ausschließlich von Studierenden der Uni Greifswald produziert. Für alle Beteiligten ist das eine neue Art des Engagements. Also wir haben schon alles Mögliche ausprobiert. Wir waren auf der Straße, bin nun auch schon eine Weile in Greifswald, dementsprechend auch schon mit nach Schwerin gefahren und habe mir da die Rede von Herrn Brotkopp und so weiter angehört. Aber das hat alles nicht so viel gebracht. Und ich dachte mir, Mensch, das ist vielleicht was, das die Leute so ein bisschen drauf bringt. Man sagt ja auch immer Sex sells und offenbar scheint das zu stimmen, denn es ist ziemlich viel Rummel entstanden um diese Aktion. Und da wollte ich mich dann eben auch beteiligen und so ein bisschen mit dafür sorgen, dass es ein ästhetisch stilvolles Produkt wird, was da abgeliefert wird. Die Models haben ganz verschiedene Gründe, sich auszuziehen. Also da ich an 2 kleineren Instituten studiere, also Kunstgeschichte und Skandinavistik, wäre ich konkret von diesen Kürzungen, die anstehen, betroffen. Also sowohl, dass Leute, bei denen ich bisher an Seminaren gewesen bin, deren Jobs wegfallen, und auch die Gebäude, in denen unsere Studiengänge untergebracht sind, dürften gerne mal saniert und renoviert werden. Ja, also ich kann direkt sehen, wo das Geld hingehen müsste. Ich möchte die Studierendenschaft unterstützen und etwas für die Generation nach mir machen. Also dass ich nicht nur etwas für mich mache und für mein Studium, sondern eben auch für die Studierenden danach. Und ja. Bisher hat der Erotikkalender schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das überregionale Presseecho fällt durchweg positiv aus. Die finanzielle Situation der Uni wird zwar angesprochen, im Fokus der Berichterstattung steht aber vor allem die Sensation Nacktheit. Kritik an Idee und Umsetzung wurde bisher unter den Tisch gekehrt, war aber von Anfang an auch unter den Stupisten vorhanden. Der Hauptkritikpunkt war in erster Linie das Mittel eines Erotikkalenders. Das geht in erster Linie darum, dass wir die Befürchtung hatten und auch immer noch haben, dass so dieses Mittel des Erotikkalenders relativ schnell auf eine sexistische Schiene abgleiten kann. In erster Linie geht es da um solche Fragen wie, reproduzieren wir nicht damit Geschlechterrollen, typisch. Also ist ja jetzt sozusagen durchgesickert, dass es ein doppelseitiger Erotikkalender werden soll, auf der einen Seite sozusagen Männer, auf der anderen Seite Frauen. Da kann man schon mal die erste Frage stellen, was eigentlich mit dem dritten Geschlecht, was ist mit Transmenschen, was ist mit Leuten, die sich überhaupt nicht da einordnen können. Und reproduziert das Ganze nicht irgendwie klassische Geschlechterklischees. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Frage stellen, wie funktionieren die Auswahlkriterien? Also es ist ja jetzt durchgesickert, dass es mehr Bewerber als eigentlich klassische Motive gibt. Und wenn ich da jetzt eine Auswahl schaffe ich die Auswahl nicht eigentlich nur über klassische Schönheitsideale und ein Ästhetikverständnis, was eigentlich nur die Schönheitsideale unserer Gesellschaft reproduziert und weniger progressiv ist. Und da diese Fragen noch offen waren, dass keinen vernünftigen Austausch innerhalb der Studierendenschaft und innerhalb quasi der Stupas darüber gab
und bis heute nicht gegeben hat, stehen wir dem Ganzen relativ kritisch gegenüber. Auch die Finanzierung steht auf wackeligen Beinen. Der Kalender soll ja um die irgendwas zwischen 5 bis 10 Euro kosten und man möchte um die 100.000 Euro einsammeln, um das der Uni zu geben, damit sie gewisse Dienststellen bzw. Personalstellen aufrechterhalten kann. Jetzt ist alles, das ist das erklärte Ziel, aber stellt sich ja die Frage, wie man das erreichen möchte. Man muss dann, wenn der 5 Euro kostet, ich mache das jetzt mit dem 5 Euro, muss man 20.000 Kalender verkaufen. Gut, bei 12.000 Studierenden, jetzt muss man halt auch Leute darüber erreichen. Aber diese 100.000 Euro, die man dann erreicht, sind ja noch nicht mal Produktionskosten bereinigt und auch nicht unbedingt die große Frage der Umsatzsteuer. Mitglieder des Studierendenparlamentes formulierten den Antrag der Partei Die Partei so um, dass am Ende ein Konzept für einen explizit feministischen Kalender gefordert wurde. Was darunter zu verstehen ist, scheint allerdings niemand so genau zu wissen. Was unser Problem in erster Linie war und auch immer noch ist, es gab keinen richtigen Austausch darüber, wie denn so ein feministisch-emanzipatorischer, nicht-sexistischer Erotikkalender überhaupt funktionieren soll. Die Fragen, die sich da stellen, haben sich bis heute auch noch nicht richtig beantwortet. Neben den Fragen, wie der Kalender letztendlich aussehen soll, steht auch die Arbeit der zuständigen AG Erotikkalender, vor allem was die Transparenz angeht, in der Kritik. Die AG macht da sicherlich sehr viel Arbeit. Ich sehe da ein riesiges Transparenzproblem. Also A, es ist ein Witz, dass man ein fertiges Konzept, also der Kalender ist ja komplett fertig. Man übergibt das dann dem Stupa, das ist kein Konzept mehr, sondern ein fertiger Kalender. Und von daher ist die Hemmschwelle, viel quasi dagegen zu stimmen, ja schon wesentlich höher. Bezüglich der AG, die ja sicherlich viel Arbeit macht, sehe ich halt ein riesiges Transparenzproblem seitens des Stupa-Präsidiums, seitens der AG-Leitung, die halt darauf baut, ich muss halt zur AG gehen, um halt Informationen zu bekommen. Halt der Haushaltsausschuss, nicht mal der gesamte AStA und auch das Studierendenparlament oder andere studentische Gremien überhaupt wissen ja eigentlich gar nicht, was da los ist, sofern sie nicht dorthin gehen. Von daher ist das halt ein Riesenproblem, wo Informationen nicht geliefert werden, sondern man muss sie eigentlich bestellen. Und deswegen finde ich halt die gesamte Arbeit etwas, ja, kritisch. Der Erotikkalender polarisiert. Ob er überhaupt produziert wird, steht noch nicht fest. Diese Frage wird sich erst am 2. September in der außerordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes klären. Wenn das Stupa der Produktion zustimmt, soll der Kalender pünktlich zur Erstsemesterwoche am 6. Oktober fertig sein.